Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Longest Journey. So, dann reden wir mal mit Captain Neverway. Captain Neverway. Ah, okay, gut. Dann rede mit ihm. Kapitän? Mhm. Sir? Jetzt nicht, Mädel. Ich hab zu tun. Wir müssen dem Sturm entkommen, sonst zerdrückt er uns wie ein Streichholz. Aber wir halten noch Kurs auf Alais, oder? Ha, das kannst du vergessen. Wir müssen auf schnellstem Weg Guyenne erreichen, um den Sturm abzuwettern. Aber ich muss so schnell wie möglich nach Alais. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Und das Schicksal meines Schiffs und meiner Leute hängt vom Kurswechsel nach Guyenne ab. Lass mich jetzt. Nett. Thun meint, das sei ein Richtkompass, der zum magischen Nordpol zeigt. Okay. Haben wir Unsichtbarkeitstrank? Das geht nicht, solange andere hier sind. Okay. In dem Falle? Na endlich. Haben Sie Hunger, Captain? Kapitän? Was ist denn? Kapitän, im Apfelfass sind Würmer. Verflucht nochmal. Erst der Sturm und jetzt das. Zeig mal her. Ich dachte, sie gibt ihm das zum Essen, aber okay. Dann halt nicht. Ja, als Nasenpopel, du hast recht. Das sind Würmer. Wild gewordene, ausgehungerte Mehlwürmer. Soweit ich sehen konnte, ist das der einzige befallene Apfel. Aber ich kann mich auch täuschen. Gut, dass du es entdeckt hast, bevor sich die Plage ausbreitet. Ich muss mich sofort um die Äpfel kümmern. Ach so, ich dachte schon, und der will dafür in die Kabine gehen? Gut. Thun Li, soll ich mal kurz übernehmen? Oh, das geht sogar. Soll ich dich am Steuerrad ablösen? Ich weiß nicht, ob das so gut wäre, April. Warum nicht? Ich steuere doch einfach geradeaus, oder? Naja, ich würde mir gerne mal die Füße vertreten. Na gut, aber ich komme gleich wieder. Ruf mich, wenn du Hilfe brauchst. Mach ich. Danke. Okay. Dann müssen wir da nur den Kompass dranhängen, oder? Jetzt ist niemand mehr da. Der Kompass hat in die Richtung gezeigt, als wir nach Alais gesteuert sind. Und jetzt zeigt er in die Richtung. Ich hau einfach ab. Benutze die Macht, April. Wozu bin ich die Auserwählte? Thun, ich brauch mal eben Hilfe. Okay, was hat sie sich geschrieben? Muss an die Luft. Okay. Jetzt geht's mir etwas besser, aber ich will mich eigentlich gar nicht an das Meer gewöhnen. Bin doch eine Landratte, wie der Bande-Älteste sagte. Er hatte zwischen den Zehen. Die brauche ich. Vorhin hat der Captain seine Kurswechsel angeordnet. Wir sollen eine Sturmfront ausweichen. Er denkt bestimmt nur an die Sicherheit seiner Mannschaft, aber ich muss an die der ganzen Welt denken. Beider Welten. Ich muss nach Alais und zwar schnell. Die Zeit rast und dieser Chaossturm ist nur ein Vorbote des Unheils. Ich habe also den Talisman, den Herr Tobias mir gab, am Kompass benutzt. Ich glaube, sie sind drauf reingefallen und wir halten jetzt wieder Kurs auf die Insel. Hoffentlich merken sie es
nicht noch. Und hoffentlich holt uns der Sturm nicht ein. Ich brauche einfach noch eine Portion Glück. Bitte, bitte. Gut. Tulli? Alles in Ordnung? Ich bin wohl vom Kurs abgekommen. Das Schiff hat sich aber nicht gedreht. Wenn du den Kurs nicht korrigierst, werden wir Guyenne bestimmt um ein paar hundert Seemeilen verfehlen. Ich sehe mir mal den Kompass an. April, du hast recht. Gut, dass du deinen Fehler bemerkt hast. Sonst wären wir noch auf das Riff um Tagate gelaufen. Ich werde den Kurs sofort korrigieren. Es tut mir leid. Ich fühle mich schlecht. Ich habe dir ja das Steuer übergeben. Hauptsache, wir sind wieder auf Kurs. Klar, wieder auf Kurs. Bilde ich es mir ein oder kommt der Sturm näher? Du hast recht. Der Sturm holt uns ein. Wir werden ihn auf See abwettern müssen. Gut, dass wir weit von den Inseln und Riffen entfernt sind. Riffen? Davon hat keiner was gesagt. Tun, ich muss dir was... Kapitän? Sir, wir brauchen Sie auf der Brücke. Der Sturm holt uns ein. Ja. Wir sind am Arsch, oder? Bei Jahls üblen Dämpfen, Lee. Du hast recht. So schnell hat sich noch kein Sturm genähert. Fast als jagt er etwas oder jemanden. Alle mal zuhören! In ein, zwei Stunden hat uns der Sturm eingeholt. Macht das Schiff klar! Luken dicht, Fracht festzurren, Wache wecken und bei Jahls großem Zeh klemm einer den Deckel auf das Apfelfass! Wow. Das war aber schnell. Ich sehe aus wie ein echter Seebär. Ahoi, Captain. Ja. Also du siehst eigentlich noch so aus, wie als du damals gesagt hast, du wärst deine Dienstmädchen. Wie sieht's aus, Captain? Er wird beschäftigt. So. Sie hat zu tun. Komm schon. Ah. Ich sehe aus wie ein echter Seebär. Ahoi, Captain. Ja, schön für dich und dein Seebärgetue. So. Was ist das? Was hast du da? Eine Kette, die ich verloren hatte, aber ich habe sie wiedergefunden. Ein Talisman mit starker Magie. Ein ganz normaler Talisman. Eine Kette, die ich verloren hatte. Aber ich habe sie wiedergefunden. Was hatte die neben dem Richtkompass zu tun? Zeig mir die Kette auf der Stelle! Oh. Das ist ein Familienerbstück. Ich gebe sie nicht her. Her damit! Der Talisman trägt das Zeichen des Gleichgewichts und der Wächter. Er besitzt starke Magie. Was in Jals verfluchte Namen hast du dir gedacht? Er muss doch so schnell wie möglich... Ich wusste nicht, dass es gefährlich ist. Wie dämlich bist du eigentlich? Das ist kein Spiel. Hätte ich dich bloß nicht mitgenommen. Weiber an Bord. Ja, als verfluchter Seele hat er recht. Verhol dich sofort nach unten und bleib dort. Und wenn wir jemals an Land kommen, schleppe ich dich persönlich vors Seegericht. Schau auf den Kompass, Lee. Und passt den Kurs entsprechend an. Und dass mir das Mädel nichts mehr anfasst. Ich muss den Talisman möglichst weit vom Richtkompass entfernt aufbewahren. Oh, war das gut, was wir getan haben? Komm schon. Rede mit Tun Lee.
Ah, wie ich das hasse. So. Sehr zu tun. Was gerade passiert ist? Okay, das klingt nicht gut. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Was sieht nicht gut aus? Komm schon, sag was. Eine Axt. So, die Axt nehmen. Okay, die kleine Axt ist ja eigentlich süß. Ach nö, nicht schon wieder. Mein Gott. Hier, Truhe öffnen. Ich habe lange kein Holz gehackt, aber das Vorhängeschloss müsste ich kaputt kriegen. Und wo ist eigentlich die Mannschaft? Ach du Scheiße. Müssen wir... Das war Gewalt? Ein tiefblauer Spiegel. Scheiße. Was haben wir getan? Dem Gleichgewicht sei Dank. Sie lebt. Alles in Ordnung, April? April! Schläfst du? Sie schläft. Meine tapfere kleine Heldin. Ist die niedlich? Schade, dass sie nur ein Mädchen und kein Vogel ist. April! Wach auf! Okay, netter Kommentar. Krähe? Ich hatte Angst, der Sturm hätte dich erwischt. Mich? Schätzchen, ich bin dein Kumpel. Liest du keine Märchen? Der Kumpel überlebt immer. Ah, okay. Also fehlt dir nichts? Ein paar versenkte Schwanzfedern und ich bin geladen, dass die Funken fliegen, wenn ich etwas aufpicke. Aber andererseits bewirkt die Seeluft wahre Wunder gegen meine Allergien. Ich wusste nicht, dass du allergisch bist. Siehst du? Okay, was ist mit der Mannschaft passiert? Kannst du mir sagen, wie ich dorthin kommen soll? Ich sehe mich hier etwas um. Zuerst einmal hier. Was ist mit der Mannschaft passiert? Soweit ich weiß, sind sie im Rettungsboot auf und davon. Da war ein Rettungsboot an Bord? Eins dieser magischen, selbstaufblasenden Dinger. Sie haben mich wohl einfach vergessen. Na ja, der Kapitän sagte, glaube ich, lasst sie uns aufhängen. Sie hat es verdient. Aber ich kann mich auch irren. Ach du Scheiße. Weißt du, wohin sie im Rettungsboot fahren? Wohl nach Süden. Wenn ich mich recht erinnere, ist Tagate die nächste bewohnte Insel. Okay. Kannst du mir sagen, wie ich dorthin kommen soll? Du könntest schwimmen. Menschen schwimmen doch, oder? Müssen sie, sonst wärst du nicht hier. Ich kann nicht schwimmen. Niemand kann so weit schwimmen. Ist denn hier nirgendwo Land in Sicht? Ich würde ja vorschlagen, du fliegst. Aber leider fehlt dir die nötige Ausrüstung. Warum suchst du nicht einfach nach der nächsten Insel? Warum suchst du nicht einfach nach der nächsten Insel? Kann ich machen, aber dann muss ich dich allein lassen. Mir passiert schon nichts, Krähe.
Schon gut. Ich wollte ja nur höflich sein. Ich bin bald wieder da. Bleib aber, wo du bist. Wo soll ich schon hingehen? Bei mir verschwinden Mädchen immer. Was? Okay. Der Captain ließ uns ersaufen. Oh, wo bist du denn? Ja, bevor wir das fragen, einmal hier. 4. Februar. Freitag, der 4. August 2209. Bin auf dem Meer und habe mächtigen Ärger. Verdientermaßen, ich habe ein Schiff versenkt, das Leben aller an Bord gefährdet und bin jetzt mutterseelenallein im Ozean. Die Sonne brennt mir auf dem Kopf und nirgendwo ist Land in Sicht. Zu essen oder trinken habe ich natürlich auch nichts. Aber Krier ist da, wenigstens ein Lichtblick. Im Moment fällt mir nur ein Wort ein und das wird mir sicher nicht viel nützen. Hilfe! Sollte Gott oder das Gleichgewicht zuhören, bitte holt mich hier raus. Und ich schulde dir einen Gefallen, ja? Ich meine es ernst. Gut. Der Kopf ist weg. Weitest Keine mehr? Ahnung, wo ich bin. Ich hätte mir den Ozean nie so groß vorgestellt. Okay, weites Meer. Nichts zu sehen. Gut. Oh, und schon ist er wieder weg. Und jetzt ist er. Ich bin nass. Ja. Hey, Kleiner, komm. Komm wieder raus. Hallo. Was ist denn das? Komisch. Auf einmal kommt mir die Geschichte der blutrünstigen Meermänner aus dem Meer der Lieder in den Sinn. Mhm. Aber wie wir gelernt haben, sind sie nicht blutrünstig. Hallo. Das könnte einer der Meermänner sein, über die ich solche Schauergeschichten gehört habe. Gut. Es ist schön, dass man immer wieder draufklicken kann. Aber dass der immer weggeht, dann warten wir halt nochmal. Oh, da ist er. Hi, sprichst du Arkadisch? Also nicht. Aus der Nähe sieht er gar nicht so gefährlich aus. Und dass nur der Kopf war, kommt jetzt der Riesenkörper raus. Hi, sprichst du Arkadisch? Also nicht. Hm. Aus der Nähe sieht er gar nicht so gefährlich aus. So, der kommt raus und dann gibt's eins mit dem Pfötchen. Hey, komm doch mal her und lass dich streicheln. Du siehst fast aus wie ein Seehund. Wow. Ich erzähl ihr was. Sie glaubt mir nicht. Mädchen lassen mich immer hängen. Immer. Okay. Tagebucheintrag. Gefangen, entführt von Seemännern. Ich bin in einer winzigen Luftblase unter Wasser gefangen. Warum gerade ich eigentlich nicht in Panik? Ich habe Platzangst und hasse Wasser und trotzdem bin ich eigenartig entspannt. Als wüsste ich, dass alles gut wird. Komisch. April, komm zu dir. Du steckst in der Tinte. Benutze deinen Kopf. Also, ich brauche etwas, mit dem ich unter Wasser atmen kann. Entweder eine Taucherausrüstung oder Kiemen. Und ich muss mit diesen Meermännern sprechen und herausbekommen, warum sie mich gerettet und hierher gebracht haben. Zuerst aber einmal die Zeichnungen. Eine Zeichnung, auf der sich ein Mann in den Finger schneidet
und sein Blut mit grünem, moosartigen Zeug vermischt. Er bildet einen Klumpen daraus. Er taucht eine schwarze Perle hinein und isst sie. Das ist ja eklig. Vielleicht stimmen die Geschichten über menschenfressende Meermänner am Ende doch. Nein, das ist erlaubt. Aber da im nächsten Bild scheint er sich mit der Kreatur, die ihn hergebracht hat, problemlos zu verständigen. Und hier? Die Zeichnung eines Menschen, der sich einen Polypen in den Mund steckt. Igitt. In der nächsten Zeichnung kann er unter Wasser atmen. Bequem, aber ziemlich drastisch. Gut, und woher kriegen wir eine einen Polypen? Zeichnung, auf der ein Mann einen Polypen... Eine Zeichnung, auf der ein Mann sein Blut mit grünem Zeug mischt. Er gibt die Mischung auf eine schwarze Perle, die er dann verspeist. Danach kann er die Sprache der Meermänner verstehen. Die Gut. Wand sieht organisch aus. Und die blauen Dinger? Ja. Ich glaube, das sind Polypen. Sie sind ein lebender Teil der Wand. National Geographic wäre begeistert. Gut, dann nimm die einen und verspeis es. Da kommt frischer Sauerstoff durch. Die Polypen filtern irgendwie den Sauerstoff aus dem Wasser. Deshalb kann ich hier auch atmen. Ja, pack eins und ab in den Mund. Haben wir noch andere Sachen? Ja. So. Ist das widerlich. Aber ich muss hier rauskommen. Ich bin nass. Okay. Wir brauchen grüner Schleim und eine schwarze Perle. Sie haben dieses Haus für Luftatmer wie mich erbaut. In die Stadt. Aber bevor wir uns aufmachen können, müssen wir Sachen finden. Okay, die Muschel. Eine große Seemuschel. Muschel. Ja. Komm schon. Öffne es einfach. In der Muschel liegt eine große schwarze Perle. Dann nimm die Perle. Jetzt brauchen wir nur noch grüner Schleim. Eine große Seemuschel. Und etwas, um sich zu schneiden. Oh, ist das vielleicht Seetang? Der Seetang ist hier so dicht und verwickelt, als wäre es Absicht. Der Seetang ist hier so dicht und verwickelt, als wäre es Absicht. Okay, haben wir irgendetwas? Kann es sein? Nein. Zurück in die Luftblase. In die Lufthaus. Zum Lufthaus. Gut, was passiert eigentlich, wenn wir uns mit der Reißzwecke selbst stechen? Wenn es sich entzündet, muss ich mir den Finger abbeißen, um die Krankheit aufzuhalten. Ich werde alle verklagen. Autsch! Was tut man nicht alles, um die Welt zu retten? Welten. Gut. So. Geht noch nicht. Und dieses Organoplastik geht auch noch nicht. Okay. Was heißt hier noch nicht? Es geht überhaupt nicht. So, dann ab in die Stadt. Vielleicht finden wir da das grüne Zeug. Okay. Das einmal das Kristall ansehen. Ein wunderschöner blauer Kristall. Meermensch. Ein Meerwesen. Wer weiß, ob es männlich oder weiblich ist. Aber es ist nicht mein Entführer. Der hatte zierlichere Flügel.
Warum habt ihr mich hergebracht? Wer bist du? Hübscher Schwanz. Hübscher Schwanz. Na toll. Ich hänge auf dem Meeresgrund bei einer blubbernden Meerjungfrau fest. Es muss einen Weg geben, mit diesem Wesen zu reden. Gibt es auch, aber woher kriegst du das grüne... was ist das? Tut mir leid. Okay, das Speer sollen wir nicht nehmen. Das hier? Ein Kristall. Erster Kristall. Der Kristall, den ich aus dem Haus des Merias mitgenommen habe. Bringt nichts? Gut, was haben wir sonst noch? Grünes Zeug, sehr gut. Da, das einmal an. Eine strahlend grüne Substanz ist gleichmäßig über die Wände verteilt. Sie spendet Licht und Wärme. Gut, dann nimm es. Das klingt widerlich. Genau, und die grüne Pampe. Auf die... Eine kleine Menge einer strahlend grünen Substanz. Ja, mit Blut und dann sollte man es auf die schwarze Perle packen, oder? Oder so. Also umgekehrt geht's nicht. Und April muss sie essen. Goldene Perle. Die Perle hat sich golden verfärbt und schimmert magisch. Ich bin nass. Ja, aber du sollst sie essen. Warte, kannst du vielleicht hier nichts essen? Muss hier die frische Luft? Also an die frische Luft. Da, wo sie ein bisschen mehr machen kann. So, hier, oder? Ja. Ich konnte noch nie gut Pillen schlucken. Besonders keine großen, goldenen, magischen. Na gut, bringen wir es hinter uns. Und? Ich bin nass. Gut. In dem Fall gehen wir zum Meria und reden mit ihm. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.